Moin sind ihr Füchse und Füchsinnen da draußen. Ich begrüße euch wieder recht herzlich zurück hier im Fuchsbau. Ich bin euer Blaufuchs und let's go weiter mit New Pokémon Snap. Wir sind letztes Mal nochmal hier durch das Labor, quasi um das Labor herum gekundet und haben das schönste Pokémon überhaupt gesehen und werden uns heute aufmachen. Zum einen gibt es im Wandelwald natürlich noch die Stufe 2. Das sollten wir jetzt vielleicht als erstes machen. Und dann können wir noch unter Wasser gehen. Ne? Aber ich würde sagen, wir machen erstmal den Wandelwald und dann Level 2. Da scheint es verschiedene Wege zu geben. Ich glaube, wir haben hier auch noch nicht alles gefunden. Es gibt bestimmt auch noch den Herbst und so, damit wir die Seso-Kids in den anderen Jahreszeiten sehen können. Mal gucken. Also wir gehen jetzt mal Runde 2 eben noch durch. Und ich brauche nochmal ein Schlückchen Kaffee. Let's go! Dann wollen wir mal wieder. Da hinten rannte doch gerade schon einer. Na gut, dich einmal nur ganz normal. Oh, ist hier los? So, sehr gut. Ich die immer noch nicht kriege. Er hat zwar gegessen, aber ich kann es nicht fotografieren. Geht noch nicht. Okay, wir fahren erstmal ganz normal weiter. Hier noch nicht zu viel verballern, weil da kommt ja noch einiges. Hier jede Menge. Ich krieg die noch nicht, noch nicht normal. So, wo geht's jetzt hin? What's going on with this forest? It's definitely fall here, isn't it? Ja. Oh, ich mag ja diese Sesanop-Viecher. Was war das? Fasernop meine ich natürlich. Oh, Ehre. So, wo ist das Seso-Kids? Ich habe auf jeden Fall das Seso-Kids übersehen. Da ist es. Alter Bruder. Wie süß es ist. War klar, dass wir hier nochmal durch den Herbst wandern. Ob es den Winter wohl auch noch gibt nachher? Also wir sollten auf jeden Fall nochmal ein drittes Mal durchfahren. Das Gefühl, da kommt auch noch ein Winter. Wie glücklich er aussieht. Okay, let's go. Er ist einfach nur am Schlafen. Da oben wird rumgesprungen. Das war ziemlich gut, Alter. Vielleicht wird es ja doch nochmal was mit dem. Oh, hier. Mit dem Werfen wird es vielleicht doch nochmal was. Oh, wie es sich freut. Schlafendes Trombock. Und jetzt, wie es wegrennt. Das gibt bestimmt auch nochmal extra Punkte da. Die waren diesmal deutlich besser. Das war auch sehr geil und vor allen Dingen sehr nah.
Das könnte gut Punkte geben. Sehr gut. Ich habe da ein eher gutes Gefühl, muss ich sagen. Jetzt kommen wir nochmal in die letzte Runde, glaube ich, noch einen weiteren Abschnitt. Das könnte jetzt ja Winter sein, tatsächlich. Eigentlich. Wäre denkbar. Mal gucken, wo es uns hin verschlägt. Ne, kein Winter. So, oh. Ass shot. Komm mal ruhig noch ein bisschen näher ran. Dich habe ich nämlich noch nicht in sehr gut. Kleiner Ass-Shot. Komm schon. Ah, wieder nicht getroffen. Den brauchen wir so nicht. Oh, was haben wir denn hier? Ich habe einen Knapfel gefunden. Ob ein Knapfel ein Apfel ist? Beinahe übersehen wieder hier. Da ist Shenlong, wie er einfach schläft. Auch Shenlong muss mal schlafen. Was war das? Da hinten sehe ich einen langen Tail. Einen sehr langen Tail habe ich da gerade gesehen. Was ist das? Noch ein Serpie Royal. It's time. Bisa. Komm schon, triff das Ding. Will es ätzen sehen. Hat leider nicht funktioniert. Loturze wollte keinen Apfel haben. It is time. Gut, dann schauen wir mal. Schauen wir mal. Da war ein bisschen was Gutes dabei auf jeden Fall. Das war wieder eine sehr erfolgreiche Tour. Schwing-wing. Ich bin so gespannt. Ich freue mich auch schon auf die Unterwasserwelt. Dö-dö-dö. Willkommen zurück. Hast du neue Entdeckungen gemacht? Das kann man wohl laut sagen, doch. Da bin ich mir ziemlich sicher. Und zwar, hier habe ich jetzt Stufe 2 entdeckt. Da nehmen wir das. Das ist besser. Tinkulist habe ich einmal Nummer 3. Da nehmen wir das. Tromborg habe ich einen Zweier. Ah ja, habe ich ja schon, ne? Ja, das ist sehr gut. Loturzel. Von Loturzel nichts Neues. Fasanop. Schönes Einsatz. Das sieht natürlich hier sehr ehrenhaft aus. Das ist aber, glaube ich, sogar fast noch besser. Nehmen wir mal das, weil der Background auch schön ist. Serpi Royal. Oh, so eine ganz entspannte Eins. Ein Knapfel. Das Milliger Pam Pam. Jetzt endlich auch mal in groß. Shenlong einmal am Pennen. Seso Kids jetzt in Herbstvariante. Oh, süß. Kronjuwild. Mann in der 1. Wo ist die 1 da? Nehmen wir den Ass-Shot. Oh, warte, das ist ein. Ja, ne, wir nehmen den Ass-Shot. Eins fehlt uns nämlich noch. Bisa! Bisa-Sam. Ja, ruhig hier mit dem etwas angeschlafenen Blick. Sehr schön. Gib ihm! Der Professor hat wieder seine Bewertungsgoggles rausgeholt. Jetzt geht's los. Let's do this. Tengulist. Nice timing. Tromborg. Loturzel. Ja, bleiben wir bei dem. Mehr Pokémon drauf, ne? Fasanop. Das ist auch echt ein gutes Bild geworden, muss man echt sagen. Serpi Royal. A new discovery. Kronjuwild. Jetzt einmal mit Ass Shot. Seso Kids. Oh. Das ist das alte besser. Ich würde die gerne in den verschiedenen Versionen halt auch abspeichern, ne? Die finde ich, da hätten die verschiedenen saisonalen Formen sozusagen auch echt eigene Einträge bekommen sollen. Pam Pam wird definitiv besser sein, auch wenn es jetzt nur noch Solo ist. Mir hat das andere Bild eigentlich besser gefallen. Knapfel!
Nicht so das beste Bild, aber immerhin ein Bild. Bisasam! Bisa! Bisa! So, wir sind durch. Ich mache hier die Soundeffekte, die fehlen so ein bisschen, ne? Wenn du noch weitere neue Entdeckungen machst, gelingt uns vielleicht bald ein Forschungsdurchbruch. Du hast 5 Drachen-Pokémon gespeichert. Du hast im Wandelwald den Herbst entdeckt. Du hast den Forschungstitel Drachensammler erhalten. So, zurück zum Basiscamp. Ich würde sagen, dann gehen wir jetzt erstmal unter Wasser. Oder gehen wir nochmal durch den Wald und gucken, ob es den Winter gibt. Ich muss mal gucken, in welchen Formen es Sesokids gab. Warte mal, ich muss Siri fragen. Pokémon Sesokids. Kinderprogramm. Pokémon Let's Go Pikachu. Scheiße, warte mal. In wie vielen Varianten gab es denn? Sesokids Pokémon. Nehmen kurz googeln, Leute. Sesokids. Akzeptieren. Das gab's doch in allen Jahreszeiten, oder nicht? Zeig mir die verschiedenen Formen. Da. Frühling, Herbst, Sommer. Ja. Es müsste also eigentlich in diesem Wald noch 2 weitere versteckte Touren geben. Ich würde sagen, Leute, der Entdeckerdrang ist da. Das hilft nichts. Lass uns mal nochmal gucken. Wenn ich jetzt auf den Wandelwald klicke. Ja, komm, hilft nichts. Wir müssen noch 2-mal durch da. Ich sag euch, es wird sowas von noch den Frühling und sowas von auch noch den Winter geben. Let's just do it. Spaß mit Freunden. Hunter Ausschau nach Verhalten. Das Pokémon nur in der Anwesenheit von Freunden an den Tag legen. Ja, Paarungstanz und ähnliches. So, let's go. Ich will die verschiedenen Jahreszeiten sehen. Wenn wir schnell sind, können wir gleich den Sprung hier noch eben fotografieren. Zack! Das war perfekt. So, nochmal ein normales Trombok, bitte. Guck mich mal einfach nur an. Nur ansehen. Fühlt er gleich essen? Ja, er isst. Leider ist das Bild scheiße geworden, aber... Mich würde ja schon interessieren, was das mit den Steinchen auf sich hat, ne? Und wie man die hier ent... Wie man sie aus ihrer Transparenzform rausbringt, weißt du, das interessiert mich auch noch. Aber das werden wir noch rausfinden. Musik vielleicht? Nö. So, mal sehen, kommt jetzt der Winter? Wird jetzt der Winter kommen? Ne, es ist wieder Herbst. Wahrscheinlich müssen wir halt wirklich erst... Erst noch eine Stufe weitergehen. Da war wieder ein Knapfel. Habt ihr das gesehen? Ist den Apfel? Ist den Apfel? Oh, ich kann es nicht sehen, leider. Doch, doch, jetzt gleich. Man sieht leider kaum was davon, aber es hat den Apfel gegessen. Okay, dann sind wir aber jetzt mit dem Wald dann gleich auch erstmal durch. Es gibt bestimmt einen Winter, ich bin mir ziemlich sicher. Ah, hier, guck mal. Oh, scheiße, es ist gerade so süß und ich sehe es nicht. Komm schon. Ehre. Oh, so süß. Es wird 100 pro Winter geben, aber wahrscheinlich müssen wir dann Level 3 erreichen oder so. Na gut, wir fahren jetzt noch einmal durch. Hilft nix. Ja.
siehst so glücklich aus. Ich habe mir einen Apfel für dich. Iss den mal, damit ich ein schöneres... Oh, oh. Das war nice. Tatsächlich. So, streitet euch mal jetzt. Okay, dann einmal gleich noch in das Endgebiet und dann soll es das auch erstmal gewesen sein mit dem Wald. Dann gehen wir danach jetzt erstmal unter Wasser, ne? Muss ja auch mal sein. Habe zu viel abgeschnitten. So, sehr schön. Dadurch, dass ich ihn nicht verscheucht habe, komme ich jetzt auch endlich mal näher ran. Kann man ein paar gute Bilder machen. Ah, süß, ey. Ja, dann geht's als nächstes unter Wasser, doch. Da bin ich auch mal gespannt, wie sie das umsetzen, ey. Wie das gemacht ist. Wenn wir da unter Wasser rumfahren. Und ich denke dann, das wird auch, wahrscheinlich gibt's da noch ein letztes Gebiet, wahrscheinlich mal wieder in Himmel oder so. Wie sich das gehört. Fokussiere mal da drauf. Oh. Eindeutig bessere Bilder von Knapfe gemacht. Das wird jetzt besser. Ich habe noch 9 Stück. Viel mehr geht da aber nicht mehr. Vielleicht kriege ich jetzt nochmal ein schönes von Bisa, wie er ist. Hier tanzen. Oh, da. Ich habe meinen Kaper, glaube ich, gerade gesehen. Oh. Ich würde sagen, ist eh gleich Ende da vorne, ne? You ran out of memory. Oh, die Speicherkarte mal wieder voll, ne? Professor kann zwar die geilsten Kameras entwickeln, aber schafft es dann nicht mal, irgendwie eine SD-Karte reinzuballern, die ein bisschen gleicher Speicherplatz hat, weißt du? Kannst du echt nicht ausdenken. Ja, los geht's. Wie sieht's denn hier aus? Sehr schön. Tromborg, da haben wir jetzt einen Dreier, wo es am Essen ist. Ist zwar nicht so schön geworden, das Bild, aber ist egal. Tingolist. Das finde ich sehr gelungen, sehr pyroial. Na, ich nehme es jetzt mal mit, aber es ist nicht besser. Ach, das ist schon sehr perfekt. Also jetzt mal ernsthaft. Okay, Seeso-Kids haben wir. Ein Zweier. Da. Kronjuwild. Schon sehr ehrenhaft. Da ist das andere auch besser. Da ist das andere auch besser. Knapfel haben wir jetzt aber ein besseres Bild. Schön das hier. Bisa! Bisa! Das ist es wenigstens größer. Das ist doch schon mal etwas. Und hier können wir sein Gesicht viel besser sehen. Und mal noch wieder ein Carpador, Alter. Warum nicht? Ist zwar ein Kackbild, aber wir reichen es trotzdem ein, weil Punkte sind Punkte, nicht wahr? Ja, Hahn, du musst mir eben doch die Punkte abholen. So viel Zeit musst du noch haben, okay? Wahnsinn, wie am Stressen, ne? Alter, kannst du nicht ausdenken. Okay, ich hätte das andere jetzt echt für besser befunden. Also deutlich besser, wegen alleine schon der leuchtenden Pflanze. Ist aber okay.
Der Professor muss uns ja wissen, ne? Er hat ja immer den Super-Algorithmus entwickelt, ja? Sehr pyroyal. Ich wollte gerade sagen, wenn du das Neue jetzt besser gefunden hättest, da bin ich jetzt gespannt. Wow, ich finde das andere deutlich besser. Auch wenn hier mit den Blättern und so, klar, aber guck mal. Die Pose, wie geil das Pokémon abgebildet ist, richtig perfekt im Profil. Gut, naja. Ich werde mich da nicht über den Professor hinwegsetzen. Koniovit. Da sind wir ja wohl uns einig, dass das geiler ist. Ja, sehr gut. Da bleiben wir beim aktuellen. Da bleiben wir auch beim aktuellen. Knappel sollte definitiv besser sein. Bisa! Noturzel müsste auch besser sein. Ja, wollte ich gerade sagen. Carpador. Dann. Brrk. Und? Schaffe ich schon Level 3? Nee, noch nicht. Sehr gut, wenn du so weitermachst, wird unsere Forschung schnell voranschreiten. Okay, zurück zum Basiscamp. Meine Lieben, es ist mal wieder soweit. Wir machen an dieser Stelle jetzt erstmal so ganz kleinen, gemütlichen Break. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, lasst doch eine Däumlein da. Kommentare und Feedback natürlich, wie immer gerne unter Video posten. Denkt dran, dann macht den YouTube-Algorithmus immer glücklich, ne? Ja, wenn ihr Bock habt, sehen wir uns dann gleich im nächsten Part wieder und werden dann mal unter Wasser gehen. Bis dahin, euch viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs.